Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute ist es endlich soweit, wir werden heute spielen können. Und das bedeutet, wir haben hier schon sehr, sehr viel gebaut. Wir haben einen Character Blueprint gebaut, der eine Animation zusammenfasst, die wir hier auch schon benutzt haben, die wiederum wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Also auf jeden Fall haben wir einen Character, der lässt sich steuern, der hat sogar eine Kamera. Also ich kann ihn mal ganz kurz hier reinziehen, was ihr aber nicht brauchen werdet. Wir sehen hier auch, die Kamera ist so von hinten dran, dass wir da, ja, wir können tatsächlich mit dem Charakter einiges machen, aber wir brauchen den nicht hier reinziehen. Das Einzige, was wir später brauchen, ist so ein Player Start. Nach Player Start könnt ihr hier definitiv einfach mal suchen in eurem Content Browser. Da gibt es tatsächlich nur einen und das ist genau der richtige. Ansonsten habt ihr den höchstwahrscheinlich auch schon bei euch drin. Das ist quasi der Punkt, wo ihr loslaufen werdet. So. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein Game Mode. Denn wenn ich jetzt hier auf Play klicke, dann sehen wir, oh, ich kann meine Maus nicht bewegen. Also ich kann tatsächlich mich nicht bewegen, ich habe keine Inputs, ich habe gar nichts. Und das ist natürlich eher uncool. Das Einzige, was richtig war, war der, ja, quasi das Skelett, aber auch die Animationen waren nicht da, wir haben nichts gesehen. Und dazu brauchen wir einen Game Mode. Und Game Modes sind ziemlich einfach zu erstellen. Wir gehen jetzt hier erstmal raus, weil in den Ordner Mannequin passt irgendwie nicht rein. Ich mache das hier mal ganz nach außen, weil es ist ja wirklich der Blueprint für unser Spiel sozusagen. Und deswegen gehen wir hier auf Blueprint Class und bauen uns einen Game Mode, der von der Klasse Game Mode Base erbt. Game Mode Base ist eine Klasse, die eben Rules hier stets genauer Regeln definiert, irgendwelche, ja, anderen Aspekte von eurem Spiel. Und genau das, upsala, genau das könnt ihr hier benutzen. So, wir nennen das Ganze jetzt einfach mal My Game Third Person BP. Also, ja, im Endeffekt einfach nur öffnen und dann habt ihr hier dieses komische Ding. Das kommt euch wahrscheinlich mittlerweile bekannt vor. Der Vorteil von dem ganzen Ding ist, wir brauchen das gerade jetzt absolut nicht. Das ist das Schöne. Das heißt, ihr könnt den Viewport ignorieren, ihr könnt den das Construction Script ignorieren, ihr könnt den Event Graph ignorieren und ihr könnt eigentlich die komplette linke Seite ignorieren. Das Einzige, was ihr nicht ignorieren dürft, sind diese Details hier. Hier könnt ihr auch ganz gerne mal durchgucken, was ihr so alles an interessanten Optionen findet hier. Aber was tatsächlich wichtig für uns ist, sind diese Klassen hier. Und was die bedeuten, da gehen wir ganz kurz, wobei wir gehen nicht durch alles durch, wir gehen nur durch die Sachen durch, die wirklich relevant für uns sind. Wenn ihr hier zum Beispiel ein neues HUD erstellt, ein HUD ist ein Interface, also zum Beispiel mit Lebensanzeige links unten und dann die Gegner hier an der rechten Seite oder sowas, das ist ein HUD, das könnt ihr hier dann einstellen, was ihr hier haben wollt. Wir haben aber noch kein HUD, das wird dann alles noch irgendwann kommen. Und was wir tatsächlich jetzt haben, ist ein neues Pawn. Wir haben kein Default Pawn mehr, sondern wir wollen das überschreiben, wir wollen unseren eigenen Pawn benutzen. Und deswegen sagen wir hier, okay, Default Pawn wird überschrieben und hier wählen wir dann unseren Pawn aus, den haben wir Char Blueprint genannt. Und deswegen wählen wir den hier natürlich auch aus. Ihr könnt hier natürlich auch mal durchgucken, was so alles sonst alles zur Verfügung steht. Aber wir wollen natürlich unseren eigenen kreierten haben. Und ja, was ist dieser Pfeil hier hinten? Ah, Reset to Default. Okay, da könnt ihr draufklicken, dann ist es wieder Standard. Gut, ja, aber brauchen wir natürlich nicht. Also der Character Blueprint, der ist im Endeffekt jetzt euer Spieler. Jetzt können wir das compilen und saven. Und dann kommen wir hier schon wieder raus. Alles andere brauchen wir nicht. So, wenn ich jetzt hier auf Play klicke, dann haben wir aber immer noch... Ups, das sollte nicht da sein. Da haben wir aber immer noch nicht mehr. Dann sieht das Ganze immer noch so aus. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt habe ich euch gerade eben schon einen kleinen Sneak Peek erlaubt auf das, was wir hier noch brauchen werden, um das einzustellen, dass wir diesen Game Mode hier tatsächlich benutzen wollen. Denn es könnte ja auch mehrere Game Modes geben. Zum Beispiel, wenn ihr an... lasst mich überlegen. Wenn wir an Overwatch oder League of Legends oder sonst irgendwas denken, da gibt es verschiedene Game Modes. Zum Beispiel irgendwelche Capture the Flags oder... Ja, generell Shooter haben Capture the Flags, irgendwelche komischen anderen Spielmodi. Das könnte ich hier alles definieren in eben dem Game Mode. Dann sagt ihr einfach, hey, ich will jetzt einen anderen Game Mode haben. Und schon sieht euer komplettes Setting hier anders aus. So, deswegen gehen wir hier unter Settings, World Settings. Und dann können wir hier Einstellungen vornehmen, die eben an diese Welt hier oder über diese Welt entscheiden. Ihr könnt auch ganz gerne mal hier selber ein bisschen rumspielen. Hier könnt ihr zum Beispiel mit dem Licht rumspielen, könnt haufenweise Einstellungen vornehmen. Da würde ich euch wirklich empfehlen, da lohnt sich's am besten, wenn man einfach mal ein bisschen mit den Einstellungen rumspielt, was irgendwie cool aussieht, wenn man zum Beispiel einen mexikanischen Effekt haben will, dann nimmt man normalerweise immer gelbes Licht, kennt ihr aus Hollywood-Filmen. Oder wenn man, keine Ahnung, irgendwo in den Norden nach Alaska oder sonst irgendwas will, dann nimmt man hell eisblau oder sonst irgendwas. Genau, was wir jetzt aber hier machen wollen, ist tatsächlich...
Wir wollen hier diesen Game Mode überschreiben. Aktuell haben wir einfach den Standard Game Mode. Das heißt, wir haben hier das alles auf None gesetzt, also es wird nichts überschrieben. Aber wenn wir hier jetzt sagen, hey, wir wollen unseren Game Mode nennen und der heißt My Game Third Person BP, dann sehen wir hier, bam, alles eingestellt automatisch. Ihr könnt es auch hier dann ändern, müsst hier nicht auf den My Game Third Person BP nochmal draufklicken, sondern ihr könnt hier auch einfach Einstellungen direkt vornehmen, was irgendwie ein bisschen entspannter ist. So, und das ist es tatsächlich auch. Jetzt saven wir das Ganze und klicken mal hier auf Play und wir sehen, jetzt haben wir unseren Character mit invertierter Maus, was nicht cool ist. Okay, also euch bleibt jetzt überlassen, das Ganze noch zu optimieren, sodass es wirklich für euch passt. Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten hier. Also zum Beispiel meine Maus ist invertiert. Oder ich komme einfach nur gerade nicht damit klar. Egal. Auf jeden Fall, ich kann laufen. Aber wir sehen auch, wenn ich hier irgendwie nach vorne laufe, sieht es ganz gut aus. Aber wenn ich nach rechts laufe, dann sieht das nicht so gut aus. Zumindest nicht in jedem Fall. Manchmal möchte man das auch so haben, dass man so laufen kann. Aber nach hinten laufen sollte man eigentlich nicht so machen. Naja, gut. Das würde man jetzt machen über eine Rotation des Charakters. Das bleibt jetzt euch überlassen, sozusagen als Übung. Und es ist wirklich nicht schwer. Einfach die Rotation eures Charakters in eurem Character Blueprint setzen und dann habt ihr eigentlich schon alles. So, was wir jetzt aber noch nicht getestet haben, neben dem Rumlaufen, ist Springen. Woo! Ja, es funktioniert wunderbar. Und wir sehen auch, wir dürfen extrem hoch springen, weil wir eben gesagt haben, okay, unsere Sprunghöhe ist deutlich höher. Und ich stand jetzt hier auch nochmal auf einem kleinen Vorsprung, um euch die Animation zu zeigen. Das heißt, wir sehen jetzt die Animation zum Springen, also zum Abheben, dann zum Loopen, das ist dieses Zucken, was er da hat, so ein kleines bisschen, dann zum Aufkommen, sieht ziemlich smooth aus. Und wenn ich jetzt hier in die Luft springe, dann loopt er auch wirklich die ganze Zeit. Und ihr seht auch, ich habe eine gewisse Kontrolle in der Luft. Also wenn man die hochstellt, dann hat man natürlich mehr Kontrolle. Aber ihr seht, ich kann schon ein bisschen kontrollieren, wo ich hinspringe. Und wenn man die natürlich auf 1,0 setzt, dann kann man quasi perfekt kontrollieren, wo man lang springt. Also all diese Sachen könnt ihr einstellen in den ganzen Dingen, die ich euch bisher gezeigt habe. Und jetzt bleibt es, wie gesagt, an euch, da noch ein bisschen Optimierung reinzubringen, euren Charakter auch zu drehen. Aber die Kamera funktioniert schon wunderbar. Wir können wirklich hier einmal komplett außen rum gehen. Wir können sogar in den Block reinfahren. Und da sehen wir hier so kleine Clipping-Fehler. Aber das ist ganz normal. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus vielen Spielen. Und ja, das ist auch eigentlich so gewollt. Gut. Und ja, wie gesagt, der Rest bleibt erstmal euch überlassen. Wenn ihr noch spezielle Videowünsche habt zur Unreal Engine, dann dürft ihr mir natürlich auch jederzeit gerne über die Webseite im Bereich Community über Themenwünsche alles schicken, was ihr wollt. Und wir werden hier natürlich trotzdem noch weitermachen. Also irgendwelche Sachen, wie gesagt, schon das Hard haben wir noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht mit C++ gearbeitet. All diese Dinge kommen auf jeden Fall noch. Aber es ist auch an euch, ein bisschen in der Engine rumzuspielen und ein bisschen zu entdecken, was ihr da so machen könnt. Und nicht nur die Standardsachen zu benutzen, also zum Beispiel hier irgendwelche, Maus noch gefangen, hier irgendwelche Einstellungen im Licht vorzunehmen oder sowas, oder die Gravity, also die Erdanziehungskraft zu überschreiben, statt 9,81, was hier Standard ist, soweit ich weiß, einfach mal auf 2 zu setzen und einen Mond zu simulieren, das wäre zum Beispiel auch eine coole Idee. Und ja, das wäre es dann erstmal von meiner Seite und nächstes Mal geht es natürlich trotzdem noch weiter mit der Unreal Engine, keine Sorge, und wir hören uns. Bis dann, ciao!